Welche Länder tragen hauptsächlich zum Anstieg der CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre bei? Und welche Strategie ist die richtige, um die Klimaerwärmung wirkungsvoll bekämpfen zu können? Hallo liebe Leute, heute geht es um die Frage, welche Länder eigentlich am stärksten zu den globalen CO2-Emissionen beitragen. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nimmt ja die ganze Zeit zu und das zeigt hier diese berühmte Keeling-Kurve vom Mauna Loa Observatorium. Im Jahr 1960 war die Konzentration etwa 300 Parts per Million und heute im Jahr 2020 liegt sie oberhalb von 400 Parts per Million. Und das CO2, das stammt aus der Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl. Ja, und jetzt die Frage, welche Länder sind denn da die Hauptverursacher? Zunächst mal als Hintergrundinformation, wir haben insgesamt drei Treibhausgase, die maßgeblich zur Erwärmung beitragen. Das ist das Kohlendioxid mit 3/4 Beitrag, dann das Methan, CH4, was auch Sumpfgas genannt wird. Es ist äquivalent, also chemisch das gleiche wie Erdgas, das trägt mit 17% bei und das stammt hauptsächlich aus der Landwirtschaft. Und dann haben wir noch das Lachgas N2O, das trägt mit 6% bei. Und man kann jetzt diese beiden anderen Gase, Methan und Lachgas, in ihrer Wirkung in äquivalente Tonnen CO2 umrechnen und kriegt dann eine Gesamtsumme pro Jahr an äquivalenten Tonnen Klimabelastung. Und das waren im Jahr 2018 45 Milliarden Tonnen. Das ist also das Methan aus der Landwirtschaft mit eingerechnet. Und davon sind 3/4 energiebedingte CO2-Emissionen und das sind 34 Milliarden Tonnen. Und um diese 34 Milliarden Tonnen, um die geht es heute. Und jetzt also die Frage, welche Länder tragen da hauptsächlich bei? Datenquelle ist dieses Excel-Sheet hier, also diese Excel-Tabelle vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Jeder Bürger kann das downloaden. Es ist ein ziemlich umfangreiches Tabellenwerk und die Tabelle 12 zeigt die energiebedingten CO2-Emissionen ausgewählter Länder und Regionen. Und darum geht es eben genau heute und hier. Und wir sehen hier, dass die Welt im Jahr 2018 insgesamt 33.891 Millionen Tonnen an CO2, also energiebedingten CO2, emittiert hat. Das sind rund 34 Milliarden Tonnen oder kurz gesagt 34 Gigatonnen. Und jetzt geht es darum, von welchen Ländern stammt denn dieses CO2? Zunächst mal konzentrieren wir uns auf Europa oder genauer gesagt auf die EU. Die Schweiz trägt da mit 0,04 Gigatonnen bei. Es ist ein sehr kleines Land und die Stromerzeugung erfolgt hauptsächlich über Wasserkraft und über Kernenergie, ist also CO2-frei und das erklärt diesen extrem niedrigen Wert. Also diese beiden Faktoren, die Kleinheit des Landes und die Art der Stromerzeugung, erklärt diesen extrem niedrigen Wert. Der Hauptemittent innerhalb der EU ist Deutschland mit 0,7 Gigatonnen oder anders gesagt mit 700 Millionen Tonnen. Es begann im Jahr 1990 zur Wiedervereinigung mit über 1000 Millionen Tonnen und das ist heute eben drastisch abgesunken durch die Bemühungen der Energiewende. Trotzdem ist Deutschland heute noch der Hauptemittent. Alle anderen Länder der EU liegen erheblich niedriger, zum Beispiel Frankreich mit 0,3 Gigatonnen. Auch hier haben wir eine Art der Stromerzeugung, die CO2-frei ist, das ist die Kernenergie. Und auch Großbritannien liegt bei etwas mehr als der Hälfte der CO2-Emissionen von Deutschland, bei 0,4 Gigatonnen. Insgesamt trägt die EU mit rund einem Zehntel zu den energiebedingten CO2-Emissionen der Welt bei, nämlich mit 3,5 Gigatonnen. Ja, jetzt wollen wir mal verschiedene Weltregionen vergleichen. Ganz Europa, also EU plus die Länder in Osteuropa, einschließlich Russland, die tragen mit 6,4 Gigatonnen bei und das betrifft insgesamt eine Bevölkerung von 740 Millionen Menschen. Das ist ungefähr genauso viel, also diese CO2-Belastung von 6,4 Gigatonnen, das ist ungefähr genauso viel wie die Emissionen von ganz Nordamerika. Das beinhaltet Mexiko, die USA und Kanada und die emittieren zusammen 6,2 Gigatonnen, also ungefähr genauso viel wie Europa. Allerdings wohnen in Nordamerika erheblich weniger Menschen, nämlich 530 Millionen Einwohner. Dann haben wir zwei Weltregionen auf der Südhalbkugel der Erde, die sehr wenig zur CO2-Belastung beitragen. Das ist Südamerika mit 1,3 Gigatonnen und 420 Millionen Einwohnern. Und Afrika, sehr erstaunlich, nur 1,2 Gigatonnen mit einer Bevölkerung von über einer Milliarde, nämlich 1200 Millionen
Millionen Menschen. Die Ursache für diese sehr geringen CO2-Emissionen trotz der sehr hohen Bevölkerung ist die enorme Armut in Afrika. Die Weltregion mit dem größten Einzelbeitrag ist Asien mit einer CO2-Emission von 16,7 Gigatonnen im Jahr 2018. Die Bevölkerungszahl ist ebenfalls sehr, sehr hoch, 4.460 Millionen Menschen. Diese Region beinhaltet China und auch Indien, zwei Länder, die weit mehr als 1 Milliarde Einwohner haben. Ja, also Weltregion mit den stärksten CO2-Emissionen ist Asien. Jetzt kann man noch die einzelnen Länder vergleichen. Und da gibt es diese Liste hier, das ist auch von Wikipedia. Auch hier beziehen sich die CO2-Emissionsdaten auf das Jahr 2018. Das ist die zweite Spalte von rechts. Und was wir sehen, dass auf Platz 1 die Volksrepublik China ist mit einer Emission, die mehr als doppelt so hoch ist als die von den Vereinigten Staaten, die sich auf Platz 2 finden. Also China mit 11,2 oder 11,3 Gigatonnen CO2-Emissionen und darauf folgt dann die Vereinigten Staaten mit 5,3 Gigatonnen. Darauf folgt auf Platz 3 dann Indien mit 2,6 Gigatonnen, dann Russland 1,7 Gigatonnen, Japan und auf Platz 6 findet sich Deutschland, ein relativ kleines Land, was die Fläche und auch die Einwohnerzahl angeht. Aber ein starkes Industrieland auf Platz 6 mit 0,753 Gigatonnen. Die Zahlen der verschiedenen Datenquellen, also hier diese 0,75 Gigatonnen, die weichen ein bisschen voneinander ab, je nachdem, welche Datenquelle man nimmt. Und das liegt unter anderem daran, dass die Berechnungsarten, wie der CO2-Emissionen berechnet werden, dass die leicht unterschiedlich sind. Allerdings so grob stimmen die Zahlen der verschiedenen Forschungsinstitutionen global überein. Auf Platz 7 dann für mich etwas überraschend der Iran, der im Jahr 1950, hier sind auch die Vergleichszahlen für das Jahr 1950 angegeben, praktisch kein CO2 emittiert hat und heute es auf Platz 7 geschafft hat mit einer Belastung des Klimas mit 0,728 Gigatonnen an energiebedingten CO2-Emissionen. Diese Tabelle zeigt, dass in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg der Hauptbeitrag der CO2-Emissionen von den USA stammten. Dass sich heute dieses Bild aber drastisch verändert hat, es sind viele Länder hinzugekommen, die ebenfalls mit relativ hohen Beiträgen zur CO2-Belastung unserer Atmosphäre beitragen. Hier haben wir die Zeitentwicklung der einzelnen Beiträge verschiedener ausgewählter Länder. Was hier besonders auffällig ist, sind die beiden Kurven in grün und in gelb, die seit der Jahrtausendwende leicht nach unten weisen. In grün, das sind die 28 Länder der EU und hier sehen wir die Abnahme der CO2-Belastung durch die Bemühungen der Energiewende. In gelb die USA, auch hier haben die CO2-Emissionen abgenommen seit der Jahrtausendwende, allerdings weniger durch Bemühungen um den Klimaschutz als vielmehr den Umstieg von Kohle auf Erdgas, da der Erdgaspreis in den USA drastisch gesunken ist. Was wir auch sehen, sind zwei Kurven, die steil nach oben gehen. Besonders auffällig die rote Kurve, das ist China. Hier haben sich die CO2-Emissionen seit der Jahrtausendwende von damals etwa 3,5 Milliarden Tonnen auf heute über 11 Milliarden Tonnen erhöht. Das heißt, der Wert hat sich mehr als verdreifacht und China dominiert heute die Länderbilanz bei weitem. Ein weiteres Land, dessen CO2-Emissionen stark angestiegen sind seit der Jahrtausendwende, das ist Indien. Hier hat sich der Wert von etwas mehr als einer Gigatonne auf rund 2,5 Gigatonnen im Jahr 2018 erhöht. Besonders auffällig ist allerdings hier die schwarze gestrichelte Kurve, das ist nämlich die Summe aller anderen Länder, other countries. Das heißt, das bedeutet, dass die Emissionen aller anderen Länder, die hier in der Tabelle gar nicht aufgeführt werden, dass die inzwischen einen so hohen Beitrag liefert wie China alleine. Das heißt, wir können gar nicht mehr davon ausgehen, dass wir einzelne Länder identifizieren können. Ausnahme ist vielleicht eben tatsächlich China und die USA, aber es gibt viele andere Länder, deren Beitrag keineswegs zu vernachlässigen ist zur CO2-Belastung unserer Atmosphäre. Ja, insgesamt haben wir nach wie vor einen Anstieg der CO2-Emissionen global und das trotz der Bemühungen um eine Reduktion, wie zum Beispiel dem Kyoto-Protokoll oder dem Pariser Klimaabkommen. Allein in den Jahren 2017 plus 2018 sind die Emissionen um eine Gigatonne
gestiegen. Das heißt, die Bemühungen einiger Länder, wie zum Beispiel auch der EU, um eine Reduktion der CO2-Emissionen, die werden überkompensiert durch die Zunahme der Emissionen in vielen, vielen anderen Ländern. Das bedeutet, dass ein Ansatz, der sich auf ein einzelnes Land oder gar nur eine einzelne Technologie konzentriert, dass der womöglich dieses große Problem der Klimaerwärmung nicht lösen wird. Was wir brauchen, ist eine globale und ganzheitliche Sicht. Wir müssen alle Technologien und alle Länder mit einbeziehen, um der Größe dieses Problems gerecht zu werden und wirklich wirksame Lösungen zu finden. Eine zweite Frage, die ich beim nächsten Mal behandeln werde, ist, welche Aktivitäten einer Gesellschaft eigentlich hauptsächlich zu den CO2-Emissionen beitragen. Also wie viel trägt das Fliegen bei, wie viel trägt die Zementindustrie bei und wie viel bringt es, wenn wir alle auf Elektroautos umsteigen. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.